Hey, you can't be here. Kayetan doesn't allow it. I don't like you, Sunny. He's got nice shoes, though. Wollen jetzt schon wieder aufs Maul? Wir bieten ihnen erstmal Geld an, vielleicht hilft's ja. What if I pay you for the tour? Kayetan pays regularly. Fragen, wie er sich solchen Schutz leisten kann. Direkt eine Prügelei anfangen. Nein, wie kann er sich das leisten? Where does he get the money for painting and your services? What do we care? He just does. The point is, he shares. I think we can accept a donation. But I still like your shoes. Oh, Leute, was ist denn falsch mit euch? Ah, die haben uns Umfahrtszunge, den können wir nicht deaktivieren. Sehr gut. Und den machen wir mit Lelek weg. Ist klar. Ja, da wir keine andere Option haben, Lelek. Der geht schnell, ne? Drauf da und drauf da, weil wir sowieso nichts anderes machen können als Fokus runterprügeln, wenn der den Schaden um 80% reduziert. Boah, das wird hart. Wir kriegen ihn trotzdem kaputt, aber trotzdem. Das muss auch nicht sein. Was haben die jetzt hier drauf bekommen? Team-Gegenangriff. Der erste Angriff, alles klar, verstehe. Okay, dann Fokus runter und Fokus runter. Nee. Ich überlege, was davon am meisten lohnt. Langsam. Die reduzieren beide zwei. Was ist damit? Fallen jetzt nicht vom Status Zusammenbruch drin. Also sobald der zusammengebrochen ist, kann der auch nochmal was anderes tun. Das ist ganz nett. Ja, der wird halt nicht unterbrochen. Wir können ihn erstmal anheulen. So, damit ist er gepeinigt. Dann ziehen wir hier noch einen Fokus. Und mit Lelek ziehen wir dann nochmal zwei Fokus. Jo, Lelek zieht ihm gleich den Fokus restlos weg. Das heißt, wir können da gleich reintrümmern. Bis dahin versuchen wir mal zu unterbrechen. Sieht gut aus. Dann prügeln wir dich hinfort und dann negative Status haben wir nicht. Einfach den drauf. Ist eher weg. Ein Fokus runter. Und Fokus runter und ja, wir haben keine Startboost, das lohnt sich nicht. Ja, komm, machen wir den Kleinen einfach drauf da. Wo wir könnten ihn peinigen und die ganze Zeit unterbrechen, aber jetzt ist das mit dem Fokus eh gleich erledigt. Komm, wir peinigen ihn. Das lohnt nicht. Komm, wir machen den jetzt noch, dann ist es mit dem Fokus erledigt. Und dann versuchen wir es im Status Zusammenbruch, ihn herniederzuprügeln. Er wird natürlich trotzdem nicht so viel Schaden bekommen durch seine Eigenschaft. Doch, die Eigenschaft ist deaktiviert. Cool. Drauf. Weg damit. Ich glaube, wir müssen mehr mit diesem Zusammenbruch spielen. Das ist ganz gut. Was liegt denn da noch rum? Broschüre. Madame Lulu, eine Tarotmeisterin von Weltrang, empfängt um Mitternacht Kunden im Gasthaus unterm Fasanen in der Brovana Straße 8. Well, there we have it.
Broschüre. Der kleine Werbedruck der Illustration einer Frau in Roma-Tracht. Madame Lulu empfängt ihre Kunden offenbar im Gasthaus unterm Fasanen. Schlussfolgerung ziehen. Nacht der Hellseherei. Um Mitternacht kann man die berühmte Tarotleserin Madame Lulu in der Brovaner Straße 8 besuchen. Sie ist gerade erst in Warschau angekommen und den Gerüchten nach werden ihre Vorhersagen wahr. Fortfahren. So, dann gehen wir doch mal hier rein, nachdem wir einmal gespeichert haben. Oh, das, hier ist ja gar nicht so viel Platz drin. Aber wir können uns umgucken. Nachricht von einem Polizisten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten und doch mit uns zusammenarbeiten wollen, melden Sie sich in der Polizeiwache Srudumbisci und fragen Sie nach Kommissar Pelevin. Dann können Sie eine freundlichere Behandlung erwarten. Nachricht vom Kommissar. Ein Anruf bei der Polizeiwache. Die Mutlosigkeit, die durch Pelevins Adern rauscht, lässt seine Hand ausrutschen und die Worte hilflos aufs Papier fallen. Er hat die Hoffnung lange aufgegeben, dass in diesem Fall noch Bewegung kommt. Aber ein Versuch ist es immer wert. Noch ein. Gesicherte Spur, Kommissar Pelevin. Schlussfolgerung ziehen. Die Fischermorde. Pelevin hält Cayetan für den Mörder, den alle nur den Fischer nennen. Er scheint verzweifelt nach handfesten Beweisen zu suchen und die Indizien sprechen nicht für den Maler. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man ihn verhaftet. Fortfahren. Ich bin noch nicht überzeugt. Auch wenn er hier Leibwache vorstehen hatte. Die naturgetreuen Gemälde zeigen Leichen an einem Flussufer in verschiedenen Posen und Anordnungen. Meisterhafte Pinselstriche vereinen sich zu Wellen, die sich an die stille Natur am Flussufer schmiegen. Den Künstler beschäftigen die seltsame Anziehungskraft, die von Ertrunkenen ausgeht und ihm auf merkwürdige Weise Trost spendet. Dann haben wir noch teure Pinsel. Es handelt sich um hochwertige Utensilien. Der Künstler kann sich offensichtlich ein wenig Luxus leisten. Der karge Lebensstil ist demnach selbst gewählt. Unbekannte Spur. Und hier haben wir noch schmutzige Lumpen. Der Besitzer der Hütte lebt in ärmlichsten Umständen. Alte Lumpen, die den Geruch von Terpentin und Geborgenheit verströmen. Sie sind wie ein Nest auf einem Baum, tausendmal besser als ein goldener Käfig. Der Mann, der hier schläft, fühlt sich endlich zu Hause. Gesicherte Spur, Cayetan. Schlussfolgerung ziehen. Der seltsame Irre von Povischle. Cayetan ist sowohl tot als auch lebendig und auf spezielle Weise untrennbar mit dem Fluss verbunden. Es ist Schrödingers Cayetan. Er malt Bilder von den Tatorten entlang des Flussufers in Povischle. Seine Malutensilien sind der einzige Luxus, den er sich gönnt. Okay, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, ob er es ist. Stell ihn zur Rede, aber wir wissen nicht, ob er es ist. Das ist, weiß ich nicht. Wir haben noch eine ungesicherte Spur eigentlich, oder? War das jetzt doch Cayetan? Weil den kennen wir ja eigentlich. Von daher hätte da eigentlich gesicherte Spur dran stehen müssen. Ich lass mich überraschen. Ich meine, es wäre eigentlich zu offensichtlich, wenn er es wirklich wäre. Naja, gehen wir mal gucken. Oh, die Polizisten sind weg. Aber er sitzt noch hier. Is the painting finished? Nope. The police took the body before I could finish. But I'm sure something new will appear soon. Näher auf den Maler und die Morde eingehen. Can I ask you a question? Whatever. Ich meine, die Frage, kann ich dir eine Frage stellen, ist ja schon eine Frage.
Etwas entgeht dir nach wie vor. Suche weiter. Darauf hinweisen, dass ihm doch nicht alles egal ist. Anmerken, dass er für solche Bemerkungen festgenommen werden könnte. Was entgeht uns? I'll go now. Ja, aber das führt uns halt beides hierhin. Ich wüsste nicht, wo ich noch suchen soll. In der Kajüte haben wir gesucht. Wir hatten nicht die Möglichkeit, mit den Leuten einfach nur zu reden. Wir haben versucht zu reden, aber sie wollten unbedingt aufs Maul haben. Ich wüsste nicht, was uns noch entgehen könnte. Na komm, wir reden mit ihm, was soll's. Any new ideas? Can I help you? Vielleicht. Can I ask you a question? Whatever. Darauf hinweisen, dass ihm doch nicht alles egal ist. Anmerken, dass er für solche Behauptungen festgenommen werden konnte. Dir ist nicht alles egal, das ist doch was Gutes. I think painting those bodies has become something very important to you. I hadn't thought about it that way. It seems it has given your life a new meaning. Do you really think so? Etwas entgeht dir nach wie vor, so weiter. Was entgeht mir noch? Für sowas kannst du festgenommen werden. Will ich eigentlich nicht sagen, aber gut. Aren't you afraid you might be arrested? You're always the first one out of the body. You paint it. To me, you look like a murderer. Me? Why? The bodies appear on their own. Besides, let the police worry about that. If they catch the murderer, there will be no more dead bodies to pose. Right. I hadn't thought about that. I don't understand. Aha, jetzt haben wir etwas erfahren. Auf Cayetans Verwirrung konzentrieren und sein Laster zum Vorschein bringen. Also ist das doch gewesen. It seems that while contemplating the lack of sense in life, you did find something you care about. Right. But that doesn't make sense. Why is it that in trying to go with the flow, I end up paddling harder? Where did I go wrong? Beautiful. Das Laster. Murana folgt Cayetan, dem seltsamen Maler, auf Schritt und Tritt. Schlussfolgerung ziehen. Königin der Tiefe. Moranas Anwesenheit löst unter den Bewohnern von Povishle Unbehagen und Verzweiflung aus. Die Quelle dieser Gefühle ist Cayetan, der ein Laster in sich trägt. Wenn ich es zum Vorschein bringen kann, gehört Murana mir. Das Laster des Malers berühren, ihn genauer anschauen. Erstmal gucken, nicht anfassen. I wonder if you developed it when you tried to kill yourself. Or if you had it before. It is your doubt, your resignation, your nihilism. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step back from him. What? What are you doing? They're arresting me, that's what. Müssen wir uns jetzt mit der Polizei prügeln, ist das so? Beweise für Cayetans Schuld verlangen. Sagen, dass Cayetan unschuldig ist. Ja, warten nu. Also, ich verstehe es noch nicht so richtig. Also, er selbst sagt ja, er war es nicht. Und er hat jetzt erst bemerkt, dass ihm das eigentlich wichtig ist und dass es für ihn ungünstig wäre, wenn der Mörder gefasst wird. Es ist quasi seine Anwesenheit, beziehungsweise Moranas Anwesenheit löst diese Gefühle bei anderen aus. Das heißt, er ist quasi tatsächlich mehr oder weniger zufällig in der Nähe. Er ist zufällig in der Nähe, weil Murana bestimmt in der Nähe ist, wenn sowas passiert. Aber er ist es nicht selber. Oder wie habe ich das jetzt zu interpretieren? Ich bin mir unsicher, aber wenn es so ist, dann ist er theoretisch tatsächlich unschuldig. You've got the wrong man, Pilevin. That is up to the examining magistrate to decide. Let's take him. Tell them what you told me. You are not the killer. What difference does it make? Pilevin, you know he's not the one.
What can I do? This case is taking too long anyway. How are you going to sleep after this? I'm going to booze it up till I fall asleep. Preferably in moonshine. And now it starts to rain. Sehr gut. Enttäuschung. Elvin scheint wenig glücklich über Kayetans Verhaftung. Ich sollte ein wenig nachbohren. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance, den Künstler zu befreien. Ich meine, das ist doch ganz einfach. Wenn die Morde nicht aufhören, dann kann das nicht gewesen sein. So einfach ist das. Was haben wir denn da? Get it away from me! I don't want to touch it. Yellow belly. Shut up! Hey, you! What do you want here? Fragen, womit sie spielen. What is that you're playing with? It's a hook from a real dead man. A dead man's hook. Quiet, you dolts! This hook is from the fisherman's victim, isn't it? So what if it is? What's it to you? They've already caught the murderer. What if I tell you that they didn't? That they caught the wrong man? The fuck they did! Get lost! Unless we trade for it. Got anything interesting to barter with? Junge Diebe, die Kinder haben ein wichtiges Beweisstück vom Tatort gestohlen, weigern sich aber zu kooperieren. Ein Knabe namens Piotrek, das hat er uns noch gar nicht gesagt, ist eindeutig ihr Anführer. Sagen, dass sie hier nicht alleine spielen sollten, um ihnen Angst einzujagen. Über einen Tauschhandel für den Haken reden, die Herausgabe des Hakens verlangen, gehen. Wir reden erstmal über den Tausch. And what would you like for the hook? A cannon. A saber. Well, you heard him. If you bring us a cannon or a saber, we'll give you the dead man's hook. That should be doable. There were some old blunt sabers in Father's office. Go away now. You're boring. Okay, ich bringe euch ein Schwert. Oh, du bist langweilig. okay, wir brauchen den Haken von den Kindern. Das sollte ja möglich sein. Was haben wir hier? Stock. Ein dicker, robuster Stock, in den jemand den Namen Piotrek geritzt hat. Jede Kerbe ist ein Ausdruck von Heiterkeit und Freude. Hier ein Kratzer von einem Schlag gegen einen Eimer, dort ein abstehender Splitter von einem Fechtkamm. Aus den eingekerbten Buchstaben quillt jedoch auch Charme. Der Stock war nämlich auch ein stummer, treuer Gefährte im geheimsten und tollsten aller Spiele. Er half einem jungen Detektiv bei der Verbrecherjagd. Unbekannte Spur. Die Spur steht doch da eingeritzt. Wieso ist die Spur unbekannt, wenn da oben schon Piotrek steht und er daneben steht? Was ist los mit dir? So, hier ist aber auch noch rot. Leere Bierflasche. Leer. Anscheinend erst kürzlich ausgetrunken. Jeder Schluck erfüllt das Herz weiter mit Verzückung. Die Polizisten mit ihren ernsten Mienen und schicken Uniformen, sie sehen so prachtvoll aus. Durch die Tragträumerei wird der bittere Nachgeschmack des Bieres kaum wahrgenommen. Das Glas reflektiert die Sonnenstrahlen ins Gesicht, das sich jedoch aus anderen Gründen erhellt hat. Gesicherte Spur, Piotrek. Die Kinder mit dem Haken. Piotrek, der Anführer der Kinderbande, die den Haken gestohlen hat, scheint insgeheim von Polizeiarbeit fasziniert zu sein. Vielleicht kann ich mir dieses Wissen zunutze machen, um ihn zu überzeugen, mir den Haken auszuhändigen. Sehr gut. Dann überzeugen wir doch mal. Salut. Salut. Have you heard this fancy pants? Dir Piotreks verborgene Faszination mit der Polizeiarbeit zunutze machen, sagen, dass ja, das den Rest kennen wir schon. Wir benutzen unser Herz. You have the makings of a good detective.
I could use the help of someone as smart as you on my investigation. I'd like to help. That's commendable of you. Then the first step would be to give me back the hook. Don't give it back. Don't be a sucker. Shut it! I want to help the police with their investigation. Got it? If you got a problem with that, you can fuck right off. Here. So what now? Haken. Er wurde aus dem Gaume des letzten Opfers des Fischers gezogen. Der Haken vibriert noch von der Kollision zweier Gedanken. Jemand versuchte, die qualvollen Schreie des Opfers zu genießen und den Augenblick des Todes auszukosten. Gleichzeitig schwingt auf dem gebogenen Metall Bedauern mit, denn eigentlich sollte ein anderer anstelle dieses erbärmlichen Wurms an diesem Haken zappeln. Unbekannte Spur. Sagen, dass du den Haken untersuchen wirst, sagen, dass es ihm nichts angeht. Nein, er hat uns ja und so, ne? Also können wir ihm durchaus sagen, wir werden den jetzt untersuchen, was wir gerade getan haben. Now I'll examine the hook and keep looking for other clues. Pietrix and Lickspittle for the coppers. Shut your mouths, or you lose even more teeth. I'll help you. Come find me near Auntie Edda's brothel. We can resume the investigation there. All right, enough of this. Let's leave this place. Überzeuge Pelemi, die Ermittlungen wieder aufzunehmen, trifft dich mit Piotrek in der Nähe des Bordells. Das können wir doch dann jetzt. Das müsste ja auch irgendwo hier sein. Bevor wir jetzt hier irgendwie woanders hin latschen, führen wir unsere Ermittlungen fort. Man stolpert ja auch von einem Fall in den nächsten irgendwie, ne? Hätte mich aber auch sehr gewundert, wenn wir jetzt direkt den nächsten Salutor bekommen hätten. Also, das wäre schon sehr knapp gewesen. Hier, nee, hier lang. Ah, da kommen wir aber trotzdem durch. Wir können hier erstmal reden. So then I tell him, stick that rubble up your ass. I've got my honor. You sure are a canny lad. Hello. I'm on my break. Come back later. I sent him, Auntie Clara. We're doing an investigation together. You're always up to something, Piotrusch. What investigation? Piotrek fragen, warum dich hier treffen wollte. Gehen fragen. What are we doing here? What do you mean? The aunties are the key to the world of information. They know and hear more than anyone else in Povishle. Are you his actual aunt? You really are a tourist. Of course they're not. But I prefer them to the real ones. They always help me somehow when I'm in trouble. They'll dress a wound, give me an apple or a beer. Piotrusch, Piotrusch, nothing gets by you. You remember that lady's gloves? I said I liked them once, and he brought them to me the next day. Well, just say the word. Clara, nach dem Fischer fragen. What do you know about the fisherman? All I know is he's in jail. Finally. This cursed place can breathe a little. He's not in jail, though. We're looking for the real one. Piotrusch. Is that the investigation you're playing? What do you mean, playing? We are both dead serious and committed, Auntie. You better watch out. You'll get in trouble. Zugehen, dass es Zeitverschwendung war. Zugeben wahrscheinlich, ja? Ja, fragen, was sein Plan ist. What next, partner? It's not over yet. Now we split. You go grill the other aunties and I'll see you later. After dark, some of them work here, and others in the streets. Remember to tell them I sent you. Piotrek Justa, that is. And ask better questions this time. Watch him. If anything happens to him, it's your fault. Okay, also Piotr, das K ist silent. Gut, das muss ich halt noch lernen alles. Naja, gut, das werde ich nicht neu aufnehmen.